Also jetzt kommt zurück zu einem weiteren Horror-Einteiler oder Mittelding zwischen einem Einteiler und einem normalen Video, denn das hier geht circa, warum sage ich das immer am Anfang, es geht circa eine Stunde, meine ich. Das ist das neue Chillers Art Game. Neu ist natürlich relativ, alles im Leben ist relativ und das Spiel hier ist 1,5 Monate schon alt, fast 2 Monate sogar, hat aktuell, ich glaube, 72% positive Bewertung auf Steam. Ich glaube, es kostet 2,40 € und wie ihr vielleicht rausbekommen habt im Intro schon, ist das halt das neue Chillers Art Game. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe absolut nichts davon gesehen. Ich habe nur einzelne Reviews durchgelesen, um zu gucken, so, was die Leute meinen, in welche Richtung es geht, ob es halt vielleicht super trash ist, weil die super, super schlechten Spiele will ich vielleicht dann nicht mir alle angucken. Aber das hier soll zumindest interessant sein. Geht circa eine Stunde, wir springen rein. Ist anscheinend ein bisschen weniger jumpscarig. Also wahrscheinlich so ein bisschen die Richtung von Missing Children oder sowas. Kensuke Tanaka, 42 Jahre alt, männlich. Insurance Company Sales Manager. Okay. Also Versicherungsvertreter. Wahrscheinlich. What? Heißt das 24.07. oder ist das 7.24 Uhr? Options. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen höher. What the fuck? Soll das so sein? Ich schätze? Ich meine, die Auflösung ist hoch, aber es sieht eher beschissen aus. Ich schätze, das soll so sein? I don't know. Okay. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich in den Zug einsteigen muss. Ich könnte noch einen rauchen. Okay, ah, mein Hals tut weh. Ich sollte irgendwas holen. Okay, außerdem würde mein Bauch um diese Uhrzeit meistens wehtun. What? Ich möchte es nicht während der Fahrt halten müssen. Musst du aufs Klo oder was? Vielleicht möchte damit anspielen, dass du aufs Klo musst. Warum ist das Bild fucking 4:3? Das hier ist nicht 4:3. Ah! Jetzt richtig! Aber jetzt ist... No! So, okay. Wir haben es gefixt. Obwohl das eben eigentlich auch ganz cool aussah, muss ich sagen, oder? Es sah zumindest sehr interessant aus. Aber jetzt haben wir anscheinend die richtige Auflösung. Jetzt kann man auch lesen, was hier steht. Interessant. Okay, wir sind jetzt im Spiel drin. Wir müssen anscheinend aufs Klo oder... Ein Licht? Warum ist es so dunkel hier drin? Okay. Ach du Scheiße, es ist reflektierend. Nicht schlecht. Möchtest du aufs Klo gehen, ich schätze? Okay, ich denke, es ist gemeint, dass es 7.20 Uhr morgens ist. Und wir auf dem Weg zur Arbeit sind. Als Versicherungsvertreter. Kann ich irgendwas machen? Okay. Ah. Wieso sehe ich eine Reflexion, was draußen ist? Wie funktioniert das? Ich sehe doch hier eine Reflexion, was außerhalb von der Kabine war, oder? Es sah aus, als ob ich die Pissoirs hinter der Wand gesehen hätte. Ach du Scheiße. Spooky. Ja, ich habe das hier gesehen. Okay, I don't know. Ich schätze, ich wasche meine Hände und dann gehen wir. Ich soll meine Hände nicht waschen. Okay. Alright. Kann ich rein? Hallo. Ich bin hier nicht erwünscht. Und ich darf hier auch nicht rein. In Japan sind die fucking Frauenklos auch einfach diese Dinger auf dem Boden? Okay. Na gut. Ich hab jetzt einen Snack. Buy a drink. Yes. Und dann eine Raucherpause ist letztes. Ich gehe mal davon aus, das Spiel ist so aufgebaut, dass ihr wahrscheinlich einen Charakter nach dem anderen spielen, halt so die Geschichte des jeweiligen Menschen in diesem Ghost Train oder sowas erleben. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung, was da steht, was dieser Ghost Train Mythos ist, aber ich schätze, es ist irgendein Urban Mythos, den es in Japan gibt, dass manchmal ein Zug ankommt, in dem man einsteigt und dann passiert irgendwas oder so. Okay. Scheint aber auf jeden Fall ein bisschen Walking Sim-mäßig zu sein, dass wir einfach nur rumlaufen, halt die Story uns ergehen lassen, jetzt nicht wirklich Gameplay oder so haben. Ich lieb's, wenn man einfach eine fucking Kammer drin hängen muss, wenn man rauchen will. Ich meine, ey, why not?
Wir brauchen niemand anderes hier ist. Um 7 Uhr. Okay. Ah, Exit. Alles klar. So, ich meine, nach dem Spiel gibt es noch ein Schiller's Art Game, was ich auch nochmal spielen wollte. Ich meine, das war Yuki Honor. Ich meine, das war das. Und ich glaube, wenn ich das gespielt habe, habe ich alle zumindest besser bewerteten Spiele von den beiden gespielt, die zumindest aktuell rausgekommen sind. What's wrong with that person? Is she alright? Warum ist das Englisch? Okay. Ist das etwa der Ghost Train? Bestimmt nicht. Okay. Rein. Green Cicadas. What? Why? Was ist jetzt passiert? Hello? Okay. Ich wollte mir nur eine Folge angucken. Anscheinend nicht. Now. Jetzt. Jetzt muss ich meinen Lieblingsplatz nehmen. Die Ecke vom zweiten Wagen. Okay. Dein Lieblingsplatz. Interessante Sache, es ist sehr dunkel hier drin, wenn ich in die Richtung gucke. Okay. Sie ist der OL, keine Ahnung, die immer im letzten Zug fährt. Ich sollte sie allein lassen, ich bin müde. Und ich schätze sie auch. Ach, wir sind auf dem Weg nach Hause. Oder what? I guess. Vielleicht haben wir die ganze Nacht gearbeitet oder so. Take a seat, ja. Setz uns mal hin. Okay. Okay, interessant. Die anderen Spiele von Chillers Art, die ich... What? 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 Bin ich nicht gerade an meiner Station vorbeigefahren? Oder kommt mir das nur so vor? Was ist denn mit der fucking grünen Heuschrecke, die da gerade war? Oder was auch immer das war? Zirpen oder was auch immer. Ich meine, okay. Vielleicht kann ich mit jemandem reden, um zu bestätigen, dass wir vorbeigefahren sind. Alright. Mit ihr? Hey, ihr Gesicht, Alter. Ich finde, das Gesichtsdesign von den beiden ist immer noch großartig. Es wirkt so gleichzeitig... unfassbar surreal und hyperrealistisch. Super komisch. Hast du gesehen, was gerade passiert ist? Ja, hab ich. Aber ich kann mich nicht dazu motivieren, irgendwas zu tun. Das ist schön für dich, aber ich musste da raus. Jetzt muss ich mit dem Taxi nach Hause. Sollte ich mit dem Fahrer reden? Ach, meinte sie. Oh, nett von ihr. Okay, es ist offensichtlich, dass sie sehr überarbeitet ist von ihrer Doppelschicht. Ich sehe es in ihren Augen. Okay. Nein, nein, bitte. Das kann ich nicht zulassen. Ich werde es tun. Du kannst hier warten und dich ausruhen. Okay. Naja, lass du mich wissen, wenn es irgendwas gibt, womit ich dir helfen kann. Okay, also die beiden kennen sich anscheinend, zumindest flüchtig, weil sie wahrscheinlich immer mit dem gleichen Zug nach Hause fahren oder so. Alright. Mhm. Alright. Okay. Klare Sache. What the fuck is going on? Okay. War der Zug eben überhaupt schon so lang? Als er da reingefahren ist, wirkt er nicht annähernd so lang, aber okay. Oh, da vorne ist irgendjemand. Warum steht der da? Okay, hallo. Du wirkst ein bisschen zu glücklich. Ach, der hat die Heuschrecken. Abgehauen? Bzz. Drei sind abgehauen. Wie? Bzz. Ich muss mich beeilen. Könntest du dich bitte bewegen? Abgehauen. In keiner guten Laune. Bzz. Es ist nicht gut. Er hört nicht zu. Was auch immer es ist. Ich sollte besorgen, was er braucht. Why? Also, okay. Alright, also dann, drei Zikaden finden. Werden wir schon irgendwie finden. Hier irgendwo in der Ecke? Ne. Welchen Licht? Da ist einer. Du sammelst fucking Käfer ein.
Willst du mir nicht lieber sagen, die sind da hinten, hol sie dir? Warum hat die Zikade einen Schatten, wir aber nicht? Okay. Ich schätze, in jedem Abteil ist einer. Was? Ach, das ist die Tür. Okay. Ich kann einmal grob bis zum Ende durchlaufen. Und wenn ich bis da nicht alle drei habe, gucke ich auf dem Rückweg nochmal. Ich muss eh nochmal zurücklaufen. Ich habe hier doch eben eine gesehen, als ich hier gesessen habe. War das hier? Ich meine, das war da. Da habe ich gesehen, dass einer in meinem fucking Gesicht rumgeflogen ist. Aber, na gut. Was sind die Dinger denn? What the fuck? Okay. Okay, wenn die wirklich so hart versteckt sind, gucke ich gleich auf den Weg zurück. Einfach mal richtig genau. Great. Hier was? Ich kann nicht mal durch. Okay, wo sind die? Die Seite hier. Ich meine, die sind auch nicht so viele Verstecke. Die kann ich jetzt irgendwo. Oh Gott, irgendwo hier oben. Ja, das ist nix. Kann ich hinknien? Ja, aber nicht wirklich. What? Okay. Okay, ich gehe mal davon aus, dass die letzte. Die am weitesten entfernt von mir war. Dann müsste die nächste irgendwo hier in dem Bereich sein. Zumindest so halbwegs gleichmäßig voneinander entfernt waren. Aber ich meine, hier habe ich doch eine gesehen. Oder war das irgendein Grafikfehler oder sowas? Keine Ahnung. Hier oben? Ah, ja. Okay. Haben wir da drei. Okay, interessantes Spiel bis jetzt. Es wirkt aber sehr, sehr slow. Aber wenn der Horror dann gut kommen könnte, könnte es interessant werden. Problem ist bei so. Nette Idee. Warum? Was fliegt denn da? Ach, das ist. Ach, der Käfer. Oder? Ist das ein Käfer? Es bewegt sich so schnell, ich kann es nicht wirklich erkennen. Ich schätze, das soll eins von den Viechern sein? Was dagegen fliegt, während wir in einem sehr hohen Tempo hier langfahren? Okay. Ziemlich schnelles Insekt. Anscheinend. Hallo, Kollege. Bzzzt. Drei sind abgehauen. Aber, hab ich doch. Lass mich nicht verarschen, Mann. What? Oh, sag mir nicht. Oh, ich kann nur einen auf einmal in der Hand haben? No way, oder? Okay, dann. Oh, dann habe ich die aber jetzt. Okay, welche habe ich jetzt abgegeben? Ist die noch dran? Das war sogar noch ein anderes Abteil. Oh. Oh, das ganz hinten ist wieder da, oder? Oh, for fuck's sake. Ich glaube, die habe ich jetzt abgegeben. Das heißt, hier müsste jetzt eine sein. Die war irgendwo hier, ne? Oder war die letzte? Ja, es müsste jetzt die sein. Ah, toll, ey. Okay, ich dachte, ich halte alle drei gleichzeitig. Anscheinend tue ich das nicht. Was mit ihr? Will ich hier vielleicht den Käfer zeigen? Hallo? Ja, okay. Lass mich wissen, wenn es irgendwas gibt, wo ich dir helfen könnte. Ich meine, du hättest mir helfen können, die Käfer zu fangen. Die ich offensichtlich brauche, um durchzukommen. Ist auch super, dass wir nicht hinterfragen, warum wir da nicht durchlaufen können, nur weil ein Typ irgendwelche Käfer haben will. Vielleicht ist ja auch so, dass ich halt mich von Abteil zu Abteil weiterarbeiten muss. Und der Zug einfach ewig lang geht. Und das quasi das Spiel ist. Aber an welchem Punkt würde ich mich als Charakter fragen? Moment mal. Ich glaube, 17 verschiedene Abteile hatte der Zug nicht, als er hier reingefahren ist. Aber, whatever. Okay. Bzzzt. Braune. Nicht gut gelaunt. Ah, okay, Kollege. Hi. Hey! Ne? Brauchst du irgendwas? Ob ich irgendwas brauche? Ja, ich würde gerne, dass der Zug in der nächsten Station stehen bleibt. Du hast vergessen, bei der letzten Station anzuhalten. Oh, stimmt das? Ich muss einen Tagtraum gehabt haben.
Es tut mir sehr leid. Okay. Wir werden die Kompensation für diesen kleinen Fehler natürlich vorbereiten. Bitte lassen Sie hier Ihre Kontaktinformationen. Das ist sehr freundlich, tatsächlich. Okay. Okay, ich habe weder die Zeit noch die Energie, mich bei der Firma zu beschweren. Ich bin nur froh, dass es nichts Ernstes war. Ich lasse es einfach gehen. Okay, ich freue mich nicht auf die Arbeit morgen. Was tue ich mit meinem Leben? Ach, ist der nächste Tag jetzt. Ah, okay, das war nicht die Uhrzeit, das war das Datum. Also komme ich anscheinend immer mitten nachts zurück oder so. Ich merke aber, das Konzept mögen die beiden Brüder ein bisschen, ne? Immer dieses einen Tag nach dem anderen. Ein bisschen Convenience Store-mäßig, nur dass wir halt quasi zur Arbeit hinfahren, statt bei der Arbeit zu sein. Willst du wieder aufs Klo oder ist das diesmal egal? Müssen wir jeden Tag das gleiche machen? Ja, müssen wir. Vielleicht haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir das nochmal machen. Meine Frage ist übrigens, was habt ihr zu essen und zu trinken? Ich habe es vergessen bis jetzt. Ich habe ein paar M&Ms theoretisch stehen und ein 28 Black, den ich schon zwei Drittel getrunken habe, vor gut einer Stunde. Aber erstmal Flush for Toilet, einen Schluck nehmen. Sehr schön. Und raus. Okay. Wenn wir jetzt aber wirklich fünfmal pinkeln müssen im Spiel, fünfmal aufs Klo gehen, die Raucherpause machen, I don't know. Ich meine, ich mag es, wenn Spiele ein bisschen strange Sachen in der Richtung machen, aber wenn sich halt nichts daran verändert, könnte man das Stilmittel vielleicht auch ein bisschen anders einstellen, anders einbringen in das Spiel. Aber ich bleibe offen, bin gespannt. Ich muss ja auch allgemein sagen, ich habe tatsächlich anfangs ein ultra, ultra positives Bild von den beiden gehabt mit ihren Spielen. Vor allem, weil wir angefangen haben mit Convenience Store, dann Inonaki Tunnel, die beide großartig waren. Oder zumindest gut, recht gut. Dann Stigmatized Property fand ich auch ziemlich gut. Danach wurde es ein bisschen schwächer, finde ich. Ich finde so die anderen Spiele von denen waren alle so nett. Nett bis Grenze von gut, aber so wirklich richtig überzeugt hat mich seitdem nichts mehr. Deswegen bin ich gespannt, ob das hier vielleicht mal wieder ein bisschen stärker wird. Aber eine Bewertung von 72% auf Steam ist halt meistens... Also 72% heißt meistens, ist ganz nett, hat aber auch einige Probleme. Ist mir zumindest meistens bei den Horrorspielen aufgefallen. Aber ich meine, ich hatte auch schon ein paar Horrorspiele, die wirklich eine Bewertung von 30-40% hatten, die ich richtig gut fand. Unter anderem war eins, oh, wie hieß das nochmal? Super surreales Stranger-Spiel. Das war das, wo man in der eigenen Wohnung war. Ich glaube, sich irgendeine Prostituierte bestellt hat und irgendwie irgendwas durchgelebt hat oder nochmal nachgelebt hat, was man irgendwem angetan hat oder so. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Es war ein super, super strange, surreales Spiel. Ich denke mal, ein paar von euch werden sich noch daran erinnern. Aber das Spiel fand ich tatsächlich sehr cool. Und das hatte eine super schlechte Bewertung. Da kam auch so ein Handwerker am Ende. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Ich krieg die Story nicht mehr zusammen. Aber man war immer in seinem eigenen Haus, hat sich da umgeschaut, hat Leute eingeladen. Ich glaube, man hat irgendwie mit seiner Ex-Frau telefoniert oder so. Nee, mit einem Killer oder sowas, der irgendwen entführt hat. Mit dem hat man telefoniert und der hat ihm Aufgaben gegeben. Irgendwie sowas. Das Spiel war sehr cool. Zumindest habe ich es recht cool in Erinnerung. Wahrscheinlich war es ziemlich ein Trash. Aber ich glaube, dem habe ich eine viel bessere Bewertung gegeben als die anderen Leute. Was ist mit ihr los? Sie ist schon wieder hier. Ich werde nicht lügen. Also, ein Teil von mir fühlt sich beruhigt davon, dass sie immer hier ist. Vielleicht sollte ich mal mit ihr reden. Ja, könnte man machen. Hallo. Okay, normalerweise würde ich nicht den Raum haben, um mit irgendjemand zu reden. Aber ich habe das Gefühl, dass das Eis zwischen uns gebrochen ist. Ich schätze, es liegt daran, was letzte Nacht passiert ist. Hey, hast du es gut nach Hause geschafft letzte Nacht? Ja, leider. Warum? Okay. If it's okay with me? Meinst du nicht, if it's okay with you? Wenn es für dich in Ordnung ist, ich höre gern zu. Danke. Aber es gibt aktuell nichts, worüber ich mich auslassen kann. Es ist zu spät. Weil du dein Leben schon so eingeschlagen hast und du unhappy bist, wo du dich befindest, schätze ich? Okay. Ich finde, es ist niemals zu spät, mit jemandem über seine eigenen Probleme zu reden. Nein! Es ist zu spät. Okay. Es tut mir leid.
Es war sehr hart. Und ich würde lieber nicht drüber reden. Bitte vergib mir. Okay. Okay, ich bin mir sicher, du hast mich schon oft gesehen, aber ich bin normalerweise immer in diesem Zug. Also, okay. Ich werde mich daran erinnern. Okay, hat sie das aber gerade so aggressiv rübergebracht? Ich glaube schon, oder? Ich habe jetzt eben nicht darauf geachtet, ob die Anführungszeichen immer für uns, für unseren Text galten. Oder für ihren vorher. Aber ich meine, sie hat das gesagt. Oder? Muss ich darauf achten. Aber ich glaube, sie war das. What the f... Was zur Hölle? Was macht ein kleines Mädchen hier? Ein Kind sollte nicht um diese Uhrzeit hier drin sein. Daddy? Ich bin nicht dein Vater. Hm, ja, du siehst anders aus. Ja, okay. Anführungszeichen sind immer die anderen Personen. Ja, ja, du gehst besser wieder zurück zu deinem Dad. Oh. Genau deswegen... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo Daddy ist. Okay, ich habe eine Zikade verfolgt, die ich am Fenster gesehen habe. Und jetzt habe ich zu sehr Angst, wieder allein nach Hause zurückzugehen, Mister. Kannst du bitte mitkommen und meinen Vater finden? So oder so, ich kann ein Kind hier nicht alleine zurücklassen. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Natürlich. Yay. Danke, Mister. Okay. Sind wir alle tot? Ich hoffe, es ist nicht, dass wir alle schon tot sind. Und das ist halt einfach so... Okay. Der Zug, der uns für immer irgendwo hinführt, Limbo-mäßig. Das würde halt auch erklären, warum sie so, nein, es ist zu spät, blablabla bla bla drauf ist. Ist das der Dad? Hallo, kannst du mich angucken, nicht das Kind? Bist komisch. Okay. Kommt er jetzt mit, oder? Alright. Okay. Was war das? Will mir das nicht folgen, das Kind irgendwie? Oder? Was ist mit dir denn los? Du stehst da so komisch. Alles klar. Ja, aber selbst wenn ich den Dad jetzt finde, ich meine, da hinten einen halben Kilometer in die Richtung, da ist dein Sohn. Willst du da vielleicht mal hingehen? Sind es immer die gleichen Leute? Vielleicht hätte ich irgendwas mit dem machen müssen? I don't get it. Ich schätze, ich hätte irgendwie sagen müssen, hey, komm mit. Aber es wirkt nicht, als ob ich ihn anklicken konnte. Okay, wir rennen zurück. Und dabei frage ich euch, wie euer Tag war. Wie geht's euch? Ist alles in Ordnung bei euch? Ich hoffe doch. Das ist schön. Wenn nicht, es wird doch wieder besser. Keine Sorge. Ich spreche aus Erfahrung. Prost. Was habt ihr Schönes zu essen heute da? Das ist meine Frage des Tages. Ich muss wirklich den kompletten Weg jetzt wieder zurücklaufen, weil ich so blöd war, um den anzuklicken. Na gut. Hm. Davon abgesehen möchte ich erwähnen, dass jede Person, die wir getroffen haben, ich glaube immer wieder dieses Modell war, oder? Die sehen alle genau gleich aus. Ist das dein Problem? Du weißt einfach nicht mehr, wie dein Dad aussieht? Oder müssen wir in die andere Richtung laufen? Hey, Mister, was ist es? Ah, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Was denn? Ah, ich glaube, ich habe vergessen, wie mein Dad aussieht. Wie ist das überhaupt möglich? Wahrscheinlich, weil er genauso aussieht wie jeder andere Mann im mittleren Alter. Deswegen dachte ich, dass du mein Dad bist. Okay. Ich schätze, der einzige Weg ist, mit den Leuten zu reden, die so aussehen wie mein Dad. Yep. Okay. Du wirst es nicht sein, weil du der Erste bist. Ist ja ein bisschen zu simpel. Entschuldigen Sie. Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Das ist ein Mädchen? Kennen Sie dieses Mädchen? Was? Weiß ich nicht. Okay. Du bist anscheinend ein Mädchen. Dann reden wir mit dem. Ich meine, weiß ich nicht, ist nicht unbedingt die beste Antwort. Aber vielleicht meint er auch, ich kenne sie nicht. Und das ist ein bisschen komisch übersetzt. Entschuldigung, tut mir leid, dass ich stören muss. Kennen Sie dieses Mädchen? Nein. Warum? Suchst du nach ihren Eltern? Ja. Sie hat gesagt, dass sie hier mit ihrem Vater ist. Es ist sehr komisch für ein so junges Kind hier allein zu sein. Was stimmt nicht mit Leuten heutzutage? Naja, viel Glück. Das ist korrekt. Du bist noch da? Sehr gut. Hallo. Ich hab doch mal eine Frage. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich störe. Kennen Sie dieses Mädchen? No, I don't. Ich dachte, du wärst ihr Vater. Ich habe gesehen, wie sie neben dir geschlafen hat die ganze Zeit.
Das ist die seltsamste Sache, die ich in der Zeit seit langem gesehen habe. Haha. Das ist nicht lustig. Glaubst du, ich tue das, weil ich es möchte? Nein? Okay. What the f... What the... Der Geruch von Alkohol. Hä? Huh? Er zittert. Hey, was? Was zur Hölle machst du da? Bitte holen Sie mich hier raus. Das stimmt nicht. What? Ich schwöre, ich habe irgendwas in diesem Zug gesehen. Ich schwöre. Was? Was ist denn gewesen, was du gesehen hast? Ich weiß es nicht. Ist da irgendwas, das nicht dieser Welt angehört? Ich schätze, es ist einfach zu besoffen. Dafür habe ich keine Zeit. Okay, ich werde es dich wissen lassen, wenn ich irgendwas sehe. Ach, übrigens. Kennst du dieses Mädchen? Hey. Er ist wieder eingeschlafen. Ist das dein Dad? Hallo? Okay. Anscheinend nicht. Hm? Der sieht sehr besorgt aus, das ist bestimmt der Dad. Entschuldigung, blablabla. Nein. Und? Red nicht mit mir. Das kann nicht Ihren Ernst sein. Ihr Vater ist nicht mehr im Zug drin. Ja. Könnte es sein, dass er sie allein hier gelassen hat? What the fuck? Ich hab mich fucking erschrocken, weil die Kamera sich gedreht hat. Alright. Dann wieder zurück. Ich habe ein bisschen das ungute Gefühl, dass wir 3-4 Mal einfach durch diesen Zug laufen werden. Jedes Mal ein bisschen was passiert. Ich hoffe, der Horrorfaktor geht noch ein bisschen hoch. Ich meine, das Setting und die Idee kann ja interessant funktionieren. Aber bis jetzt ist es, da muss schon noch ein bisschen was passieren. Ich meine, ich bin ja ein großer Fan von langsamen Horror-Games, aber da muss er doch irgendeine Art von Atmosphäre geben oder sowas. Und ab und zu mal irgendwas, das am Fenster klopft oder ein Geräusch macht, ist halt nicht so gruselig. Ich wusste nicht, dass du ein Vater bist. Bin ich auch nicht. Sie ist nicht meine Tochter. Ist sie irgendwie mit dir verwandt? Nein. Warum macht sie dieses komische Gesicht? Was macht es dann aus dir? Ich bin nur ein... Ja, ich bin nur eine fremde Person. Sie hat mich für ihren Vater gehalten. Sie wollte, dass ich mit ihr komme, damit ich ihn finde. Okay, ich habe mir Sorgen gemacht. Was? Nein, würde ich niemals. Okay. Ich wollte sagen, du sollst vielleicht auch mal direkt sagen, dass... Hä? Wo ist sie hingegangen? What? Wo ist denn die Frau hin? Findest du das nicht komisch? Okay. Ich glaube, ich hätte es viel besser gefunden, wenn die Musik von Anfang an da gewesen wäre. Weil jetzt mit der creepy Musik ist die Atmosphäre auch ein bisschen stärker, wenn... Okay. Haben Zikaden irgendeine Bedeutung in japanischer Mythologie? Überbringer des Todes oder irgendwas in der Richtung? Weil ich meine, die haben ja offensichtlich Relevanz in der Story. What? What? Ich hätte den eben noch da oben drauf liegen sehen. Ich gucke nach vorne und dann fällt er direkt vor mir runter. War das der? Was ist passiert? Okay, ich bin eingeschlafen. Hier muss ich aussteigen. Was war das alles? Ich schätze, ich bin einfach zu gestresst. Ich kann nicht mal mehr, sagen, wann ich träume und wann ich wach bin. Nächster Tag? Okay. Okay. Okay, strange. Okay, also ich schätze, wir gehen wieder aufs Klo jetzt. Wenn das jetzt aber wirklich noch so 40 Minuten oder so weitergeht, dann... okay. Vielleicht sollte... Ich meine, jetzt müsste eigentlich beim dritten Mal stilistisch was anderes passieren, oder? Ich meine, wenn man zweimal das gleiche erlebt, dann weiß man, ah, okay, das soll jeden Tag wiederholt werden. Dann wird man auch wahrscheinlich beim dritten Mal eine kleine Änderung reinbringen. Damit man halt nicht wirklich jeden Tag das gleiche macht. Ich meine, ja klar, das soll wahrscheinlich darstellen, er hat ein sehr tristes Leben, aber ich meine, das kann man dann doch... besser darstellen, als in den paar Momenten hier auf dem Bahnhof. Was wäre denn dann... Es wäre noch ein bisschen besser, wenn wir vielleicht einfach sehen, wie er morgens sein Haus verlässt. Oh. Okay. Dann will ich das gleich.
What the fuck? Ich muss unten durchgucken? Nein. Okay. Ja, was ich meine, wenn sie damit darstellen wollen, dass sein Leben sehr trist ist und halt langweilig und einfach eine Wiederholung von jedem Tag, wäre es nicht stilistisch besser, wenn man einfach sieht, wie er vielleicht aufwacht, Wecker klingelt, er steht auf, dann vielleicht ein Cut, wie er irgendwie in der Küche irgendwie eine Zigarette raucht oder sowas deprimiert und irgendwie gelangweilt auf eine Zeitung guckt oder so. Dann, wie er hier hinkommt, vielleicht die Sachen macht und dann abends nach Hause kommt, vielleicht irgendwie den Abend isst und alleine Dinner isst oder sowas. Damit halt die Monotonie und Tristigkeit seiner Situation ein bisschen besser dargestellt wird, weil ich meine, pinkeln gehen, sich ein Getränk. Ah, da habe ich mein Getränk abgeholt, da war gerade ein Fehler. Ich habe es gerade so nebenbei gemacht, ohne drüber nachzudenken. Ah, ich habe nichts bekommen. Hatte ich kein Geld mehr oder was war los? Ich habe nicht drauf geachtet, fuck. Das würde es ein bisschen besser zeigen, als ich hole mir ein Getränk, ich gehe rauchen, weil ich meine, das würde ich ja auch machen, wenn ich mit meinem Leben glücklich wäre. Versteht ihr, was ich meine? Es wäre doch besser, irgendwelche Situationen zu zeigen, die darstellen, dass er einfach unglücklich mit seinem Leben ist, als einfach so alltägliche Sachen, die halt jeder machen würde. Ich meine, ich könnte den besten Job der Welt haben und das hier wäre trotzdem die Abfolge, die ich jeden Tag hätte, bevor ich in den Zug steigen würde. Das nimmt ein bisschen die... What the... gute Idee, dass sie da das Licht flackern lassen. Wahrscheinlich, weil sie wussten, dass nicht alle Leute uns da hingucken. Aber da ist ein fucking Mädchen drauf. Wird das gleich überfahren? Okay. Das hätten sie vielleicht ein bisschen, als hätten sie nicht so offensichtlich mit dem Licht machen müssen. Weil das ist eine coole Idee, wenn man es halt nur so ganz leicht sieht im Hintergrund. War schon, wahrscheinlich war es im zweiten, im zweiten Tag noch nicht da, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt die Frage, was passiert im Zug? Na, vielleicht wollten sie auch absichtlich den Tag nicht, den Tag... Ich glaube, wir arbeiten nachts, ne? Weil zumindest die Zeit, wo wir nicht arbeiten, nicht zeigen. Weil das einen vielleicht zu sehr abhalten würde, dran zu denken, kann ich da runterspringen? Nein. Dass wir vielleicht schon tot sind? Weil vielleicht kommen wir ja nie nach Hause. Vielleicht wachen wir einfach da oben wieder auf, in dem Moment, wo wir aus dem Zug wieder aussteigen und erinnern uns an nichts dazwischen. Aber das fällt uns halt nicht auf, weil wir schon tot sind oder sowas? I don't know. Maybe irgendwas in der Richtung. Aber wenn sie halt wirklich nur darstellen wollen, was ein tristes Leben er hat, dann würde ich es wahrscheinlich eher so machen, wie ich es eben meinte. Vor allem kann man da sogar ein paar ganz coole Cuts machen. Weil du kannst ja die gleiche Kameraperspektive nehmen, man muss ja nicht mal aus dem Haus laufen. Dann vielleicht, wie wir halt am Esstisch sitzen, frühstücken oder eine rauchen, dann hier aufwachen in der gleichen Position, genauso sitzen hier, dann stehen wir auf, machen hier den Scheiß. Man könnte ein paar coole Spielereien auf jeden Fall mitmachen. Aber ich... What? Sie ist nicht da. Sie ist heute nicht hier. Sind wir heute komplett alleine? What? What? Hinsetzen, ja. Hm. Ich meine, ich will ja auch jetzt nicht anderen Entwicklern vorschauen, wie ich es machen würde. Da hinten liegt jemand im Schlafen? Vielleicht will ich mit der Person mal reden. Aber ich weiß ja auch noch nicht, in welche Richtung das Spiel genau gehen will. Aber wir werden es ja rauskriegen wahrscheinlich. Was geht ab? Stromausfall? Irgendwas stimmt nicht mit diesem Zug. Was für eine Uhrzeit ist das? 2 Uhr nachts? Es ist viel später, als der Zug sonst ankommt. Aber du hast doch bestimmt vorher mal auf die Uhr geguckt. Okay, ich muss mit dem Zugführer reden. Es ist sehr dunkel. Welche Richtung denn? Die? Ich meine die, weil der war eben noch nicht da. Hallo? Hier ist doch jemand, oder? Ich meine, ich habe da eben jemanden gesehen. Ja, da schläft jemand. Der will nicht mit mir reden. Ist das McDonald's? I don't know. Warum sieht alles so kantig aus? Seht ihr das bei den Lichteffekten? Es wirkt alles so super kratzig kantig. Wahrscheinlich irgendein Grafikeffekt. Aber es sieht aus, als ob die Auflösung einfach super low wäre, aber ich glaube, es ist einfach das Licht, was ein bisschen kratzig irgendwie gemacht wurde aus irgendeinem. Das ist definitiv absichtlich.
Vielleicht soll man das Spiel auch nicht in so einer hohen Auflösung spielen. Ich meine, eben als alles so matschig wirkte, wirkt es fast ein bisschen atmosphärischer als jetzt. Nein. Ja, doof. Ist da niemand drin? Okay, irgendwas passiert jetzt. Ich gehe weg und die Tür geht hinter mir auf. Jetzt ist wenigstens so ein bisschen spooky, aber dem Spiel fehlt ein bisschen Musik, finde ich. Aber ich glaube, alle Spiele von denen haben keine Musik, oder? Ich meine, keins der Spiele hatte Musik, abgesehen von ein paar besonderen Stellen. Aber ich glaube, es ist einfach beim Rumlaufen sehr selten. Ich meine, das Zuggeräusch kann auch gute Ambience sein, aber... Okay, what the fuck? Okay, keine Ahnung. War hier nicht eben noch? Ah, das war da hinten noch. Ah, jetzt steht der da. Okay, ich schätze, ich rede jetzt mit dir. Who the fuck are you? Das stimmt nicht. Was nicht stimmt? Kannst du nicht sehen, dass mit dem Zug nicht irgendwas nicht stimmt? Okay, ich hab versucht, in die Führerkabine zu gehen, aber die Tür ist verschlossen. Wie kannst du so ruhig bleiben? Was hörst du? Was? What? Ich kann dir nur helfen, wenn du die Stimme der natürlichen Welt selbst inmitten einer Krise hören kannst. Also bitte, sag es mir. What? Summer Festival. What? Ich versuche einfach mal wieder nach vorne zu gehen, aber ich glaube, ich muss das lösen. Aber das ist ja ein sehr weirdes Rätsel. Weil ich höre einfach nur halt Musik mit ein bisschen Glocken im Hintergrund. Da war nirgendwo irgendwas, was nach Wald, See oder Zikaden klang. Ich glaube, ich muss, oder? Okay. Ich glaube, ich kann auch nicht rein. Na gut, dann... Ah! Ich höre in jedem Raum... In jedem Abteil... Okay. Ach, das ist die Tempel. Ach, okay. Aber ich höre im Hintergrund doch irgendein scheiß Insektengeräusch. Soll das ein Tempelbell sein? Das klingt mehr wie so eine Gitarre oder sowas. Aber okay. Okay, Wasser Tempelbell. Forest, ne? Das war Forest hier. Okay, also Zikaden, Sommerfest, Forest, Wasser, Temple Bell. Zikaden, Sommerfest, Forest, Seaside, Temple Bell. Okay. Alright. Die andere Welt hat erlaubt, mir den Helfer zu rufen. Er sollte jede Sekunde da sein. Wenn du mit dem Helfer redest, sollte der Zug jeden Moment anhalten. Okay. Ist das der Helfer? Hallo? Mhm. Bist du der Helfer? Wovon redest du? Wer bist du? Warte einen Moment. Ich kenne dich. Du warst... Was? Du warst einer von den Bullies in meiner Highschool. Ah, du hast dich nicht verändert. Mr. Shimizu. Wie nostalgisch. Ah, er ist der Mann, der mich davon gerettet hat, aus der Schule zu fliegen. Wie schön.
Ohne ihn wäre ich heute nicht in so einer Position in meiner Firma. Aber ich dachte, du hast einen Scheißjob, den du nicht magst. Aber Mr. Shimizu, warum sind Sie so spät noch draußen unterwegs? Okay, es ist ein Hobby von mir, den letzten Zug zu nehmen, bevor ich ins Bett gehe. Seltsamer Typ, er wird sich niemals ändern. Okay, aber so oder so, das ist nicht die Zeit für eine, um sich nochmal zu treffen, eine Reunion zu haben, Sir. Dieser Zug wird für mehrere Stunden nicht aufhören zu fahren. Okay. Und ich habe Angst, dass dieser Zug niemals aufhören wird zu fahren. Gibt es irgendwas, was ich tun kann? Ah, ich verstehe. Okay, hör mir bitte zu, Kind. Du musst unbedingt diesen Zug verlassen, bevor das Ende erreicht. Okay, mein Ziel ist am Ende und du vertrau mir, du möchtest nicht dorthin gehen. Es gibt noch drei verschiedene Haltestellen, wo du raussteigen kannst. Aber du musst die richtige wählen. Ah, oh, schon wieder ein Soundrätsel, Alter. Okay. Es wird ein Announcement. Es wird eine Melodie gespielt bei jedem Stopp. Wenn du den gleichen Sound hörst, wie den Sound, den du bei der Station zu Hause hörst, musst du aussteigen. Sonst werde ich dir später nicht helfen können. Also sei vorsichtig, junger Mann. Was? Ich habe keine Ahnung, was ein Sound gespielt wurde. Keine Ahnung. Ich schätze, ich kriege ein böses Ende, wenn ich es falsch mache. Ich kann mich nicht erinnern, dass überhaupt irgendeine Musik gespielt wurde, da wo ich war. Wenn ich die dritte Melodie jetzt auch nicht erkenne, dann habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet. Wo soll der Musik gewesen sein? Gehe ich jetzt einfach bei der dritten raus oder fahre ich einfach durch? Wenn ich es nicht erkenne. Ich glaube, dann fahre ich einfach durch. Okay, ich gehe einfach raus. Die Melodie sagt mir irgendwas, aber ich habe. Ist ein interessantes Rätsel, aber wenn man achtet anfangs ja nicht drauf, falls da wirklich die Musik war. Ob man so später nochmal braucht. Das ist jetzt 2 Wochen später, was? Warte. Sieht aus, als ob man deine Karte nicht lesen könnte. Seltsam. Gestern ging es noch. Kannst du mich einfach durchlassen? Ich möchte meinen Zug nicht verpassen. Bleib da stehen. Versuch nicht mal durchzugehen. Wenn deine Karte nicht funktioniert, musst du dir ein neues Ticket holen. Kannst du mir helfen, eine neue Karte zu bekommen? Nein, kann ich nicht. Okay, das musst du tagsüber machen. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Okay, verpasse ich jetzt meinen Zug und sterbe deswegen nicht oder irgendwie sowas? Wie, gehe ich jetzt einfach wieder? Okay, gut, dann komme ich halt nicht nach Hause. Okay. Ist hier irgendwas? Eine Tür? Was? Ah, diese Reflexionen, okay. Ich schätze, ich gehe da hinten hin. Sehr strange Spiel bis jetzt. War das richtig, was ich eben gemacht habe? Ich glaube schon, oder? Und warum gehen wir immer noch in den gleichen Zug rein, wenn wir offensichtlich mitbekommen haben, dass hier irgendwas nicht ganz in Ordnung ist? Buy a ticket, ja. Sehr komisch.
Wenn man bedenkt, wie viel vom Spiel einfach nur laufen ohne irgendwas war, also ohne dass man sogar wirklich anderes Gameplay hat oder so, wirkt das ein bisschen gestreckt. Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt jetzt noch eine Story-Auflösung oder sowas. Ich hoffe einfach, dass es nicht nur, oh, das ist der Geisterzug, der die Sterbenden in den Tod führt oder sowas ist. Ich meine, es wird halt erklären, was der Mann eben meint, aber es war halt schon sehr Klischee, ne? Ah, der ist jetzt weg, natürlich. Wo ist er nur hin? Kann ich denn? Ah, jetzt geht's. Super. Okay, wo ist hier Musik? Vielleicht kommt die Musik, wenn der Zug reinfährt. Ich bin einfach nie lang genug draußen geblieben. Bis ich das hören konnte. Soll ich da hoch? Ah ne, okay. Kommt dieses Geistermädchen jetzt, das ich vorhin mal gesehen habe? Auf dieser Seite? Ich bin nicht überzeugt, aber ich finde es auch nicht super kacke bis jetzt. Einfach. Hm. Aber es war halt bis jetzt wirklich gar nicht gruselig. Absolut gar nicht. Die Story scheint auch nicht wirklich so interessant zu sein. Außer es, was halt sein kann. Das ist mal wieder eine Anspielung halt auf irgendeine. Ich meine, es ist natürlich eine Anspielung auf irgendein Urban Mythos aus Japan, aber vielleicht wird es interessant, wenn man die Story kennt. Ihr meinte zum Beispiel unter dem Akamanto-Video, dass die Papierfetzen, die wir auf der Toilette gefunden haben, anscheinend eine ziemlich wichtige Rolle gespielt haben. Warum gucke ich da hin? Du musst mich doch verarschen. Bleibt schon wieder nicht stehen. Das ist nicht mehr lustig. Gehen wir jetzt hier nach vorne und beschweren uns? Okay. Weil ihr meintet, bei Akamanto ist anscheinend, zumindest das mit der Toilette, die wir da gesehen haben, beruht auf irgendeiner Story, wo anscheinend ein japanischer Geist dich halt fragt, ob du lieber blaues oder pinkes Klopapier willst oder sowas. Und der bringt dich um auf zwei verschiedene Arten, wenn du halt davon eine Antwort gibst. Die richtige Antwort irgendwie, du musst orange sagen oder so, ganz komisch. Aber anscheinend ist das eine Story, die existiert. Hier ist niemand drin. No, what the fuck, warum soll ich das... Okay, gut, mach, wenn du meinst, wenn du dich umbringen willst. Ja, wir wissen natürlich, wie man mit einem scheiß Zug umgeht, aber gut, dann bring den Zug halt zum Stoppen. Okay, der Zug scheint auf nichts zu reagieren, was ich drücke. Da ist ein Schlüsselloch. Sieht aus, als ob ich einen Schlüssel brauchen würde. Ja, geht wohl nicht. Man sieht hier drin gar nichts. Hätte ich den Schlüssel vorher einsammeln müssen oder so? Und? Okay. What? Ist das ein Grafikfehler? Okay, das ist das Gruseligste, was wir bis jetzt im Spiel hatten.
What the fuck? Okay, ich weiß nicht, ob das absichtlich war. Ja, doch. Das sind einfach Texturen in einem 3D-Raum. What the fuck war das? Verschrocken. Mit einem scheiß Boden, der gerade vibriert. Okay. Was ist das? Was habe ich denn da? Okay. Das ist das Windrad von dem Kind. Heißt, das Kind ist auch gestorben? Ja, okay. Ja, okay. Das sind alle Leute, die im Zug gestorben sind. I get it. Oh, was? Kann ich mal eins davon aussuchen? Das ist der alte Mann, der gestorben ist? Okay, okay. Was hängt hier? Ja, bin ich jetzt auch tot, oder? Hier ist leer, okay. Oder hat das alles irgendwas mit meinem Leben zu tun? In irgendeiner Form? Die Schuhe von der Frau? Okay. Ja, ich kann nur einen Gegenstoff mitnehmen, oder? Wie alt dabei? Was fehlt mir noch? Irgendwas von dem Alkoholiker? Das hier? Gut. Dann von der Frau habe ich die Schuhe. Von dem alten Mann habe ich das, von dem Kind das. Das ist von dem anderen Mann, das... das müsste eigentlich alles sein. Vielleicht der Schlüssel von dem Schaffner, also von dem Fahrer. Okay, ich habe jetzt tatsächlich mal geguckt, was ich machen sollte und ich bin sehr stupid, denn anscheinend soll ich einfach die fucking Sachen dahinstellen, wo sie hingehören. Und ich muss anscheinend mir gemerkt haben, wo wer von denen gesessen hat. Und da die Sachen hinlegen. Aber das ist doch fucking schwer, Alter. Warte, von wo ist das hier der Anfang? Ich glaube, das ist der Anfang. Oh, fuck. Okay, ja, what the fuck. Ich meine, weil hier ist der alte Mann. Oh, wow. Okay, wo... Warte mal. Okay, ich kann es nicht wegmachen. Weil dann war die Frau hier irgendwo, ne? Vielleicht ist alles... Hä? Okay, also ich soll einfach nur die Spiegelbilder... mir merken. Das Geräusch hat aber aufgehört von dem. Also, okay, ich muss dann schon einfach nur gucken, wer in welchem Spiegelbild drin ist. Und dann die Sachen passend dahin machen. Dann müsste das Kindding hier... Ja. Warte, bekommen die Sachen dann? Moment. Ich habe nicht darauf geachtet, ob der vorher schon das Ding in der Hand hat, aber ich glaube, die haben das dann im Spiegelbild in der Hand, oder? Hier ist nichts, da ist nichts. Man erschreckt sich jedes Mal ein bisschen, ne? Okay. Ne, der hat es in der Hand, der hat schon in der Hand. Okay, also hier hin. Okay, da ändert sich nichts. Okay, die Frau. Ja, ändert sich gar nichts. Hab ich noch einen Gegenstand? Die Flasche. Die Flasche für ihn. Okay. Ja, aber krieg... Was war das? War das hier? Oder war das einfach ein random Geräusch? Habe ich jetzt einen Schlüssel? What? Okay, also ich schätze mir, irgendwo ist der Schlüssel jetzt runtergefallen oder sowas, oder? Weil ich meine, ich habe doch den Schlüssel dafür gebraucht. Ich meine, das sind doch alle... Ja, ich habe alle Aufgaben von den... Was ist für ein Geräusch? Okay, jetzt wird ein bisschen atmosphärischer, das gefällt mir. Oh.
Schaffen wir die Tür hinten aufzumachen? Ich glaube schon. Also man kann ja schon stark davon ausgehen, dass wir alle tot sind. Der Zug bringt uns halt in die Welt der Toten oder was auch immer das hier ist. Höhe. Okay. What the fuck? Okay. Okay, das Ding ist sehr langsam, also... Okay. Sehr dramatisch. Sehr gruselig. Kann ich Türen zumachen? Ja, kann ich. Okay, das Ding ist jetzt wirklich nicht sonderlich gefährlich. Wow. Okay. Es wäre cool, wenn es jetzt am Ende vielleicht super schnell werden würde. Von einer Sekunde auf die andere. Aber ich meine... Jo, man sieht sich dann, ne? Ich hoffe, du kommst dann nicht mit in die nächste... Wait. Bin ich jetzt ausgestiegen oder bin ich jetzt... Kisaragi. Ich habe das irgendwo schon mal gehört. War Kisaragi nicht... irgendwie ein Name in irgendeiner Story in der japanischen oder sowas, wo es darum ging, dass das irgendwie so die Stadt der Toten oder sowas ist. Ich meine, irgendwie sowas war das. Sieht aus, als ob du es geschafft hättest. Das ist nicht der Ort für dich. Du musst nach Hause fahren. Aber ich habe kein Zuhause. Keine Sorge. Ruf einfach nur zu Hause an. Sie sollten wissen, wo sie dich abholen sollen. Ruf sie jetzt an, bevor du dich verläufst. Ich laufe einfach nur in die Totenwelt rein, oder? Aber fuck it. Vielleicht ist es ja das, was ich will. Oh, okay. Ein schwieriges Spiel, finde ich. Also schwierig. Ich finde, man hätte sehr viel sonst noch machen können, was vielleicht ein bisschen stärker gewesen wäre. Ich meine, es gab auch mal 2011, 12 gab es ein Indie-Horror-Game, das hieß Train. Das hatte eine sehr ähnliche Idee, war halt nur viel kürzer. Oh, ich weiß nicht mal, ob es so gut war, aber ich habe es relativ in Ordnung in Erinnerung. Okay. Hier werden nur 10 und 100 Yen-Coins akzeptiert. Ich habe 10 und 50. Also scheint es, ob ich nur eine Chance hätte. Wen soll ich anrufen? Oh, das ist cool. Das ist cool. Die meinen doch, ich soll Home anrufen. Ich weiß, dass niemand anrufen würde. Niemand antworten würde. Aber ich muss dem folgen, was Mr. Shimi zu mir gesagt hat. Ja, hallo? Was? Ich kann nicht glauben, dass jemand geantwortet hat. Wer könnte es sein? Hallo, wer ist da? Diese Stimme. Ich kenne diese Stimme. Da ist absolut kein Zweifel. Ist es meine Stimme? Ach, ist meine Ehefrau. Wie kann das sein? Ich habe diese Nummer schon sehr oft angerufen. Und habe gehofft, dass jemand antworten würde. Aber es hat niemand geantwortet. Entschuldigung? Ich sollte mich beeilen. Ich habe noch ein paar Sekunden, bevor meine Minute abgelaufen ist. Aiko. Wann bist du nach Hause gekommen? Ich habe nach dir gesucht, seitdem du gegangen bist. Oh, kommt jetzt bitte sowas wie... Oh, bitte nicht so ein, ich bin nie gegangen, du bist gegangen und wir sind schon die ganze Zeit tot und jetzt akzeptieren wir erst unseren Tod, weil wir verstehen, dass wir tot sind und unsere Frau nie uns verlassen hat oder so eine Scheiße. Es ist schwer, nicht zu weinen, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Kensuke, wo bist du? Kisaragi, ich bin in Kisaragi. Die Station Kisaragi? Nein, sag mir nicht. Was meinst du?
Was habe ich getan? Also, du auch. Ich weiß genau, wo du bist. Bleib genau da. Okay? Ich werde gleich da sein. Oh nein, unsere Frau ist schon tot. Oder? Ja, das ist deswegen... Ach, du auch. Ja, okay, 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 klar. Ja. Okay, immerhin nicht das, wovor ich eben Angst hatte, aber das wäre ein bisschen... Oh je. Okay, warte ich jetzt wirklich hier? Wieder hochlaufen und da auf den nächsten Zug warten, wo ich eben war. Das spielt irgendwie sehr viele Parts, wo man sich nicht ganz sicher ist, wo man jetzt hinlaufen muss, und wenn man sich falsch entscheidet, muss man wieder sehr viel laufen. Call home. Ja, hab ich gemacht. Okay. Das meine ich. Vielleicht ist das hier auch nur so quasi der Umschlagort für neu Gestorbene, die dann von hier aus jeweils in das richtige Jenseits gebracht werden, was halt irgendwie für jede Person vielleicht woanders ist oder so. Oder hier trifft man vielleicht die Leute, auf die man wartet im Tod oder sowas. Ich meine, vielleicht ist meine Frau halt einfach lange vor mir gestorben. Maybe. Aber ich meine, wenn es halt so die Story zwischen ihm und seiner Frau so ein bisschen zeigen soll, wäre es dann nicht noch cooler gewesen, wenn man dann wirklich diese einen Sequenzen gesehen hätte, die ich meinte, dass man halt vielleicht morgens sieht, wie wir alleine am Esstisch sitzen. Oh, okay. Das hätte so ein bisschen mehr in die Richtung fahren können. Und dann wird dann noch mehr klar, dass wir einfach einsam sind. Okay. Dass wir unsere Frau verloren haben oder so. Man kann es zumindest vielleicht erahnen, dass wir halt mal verheiratet waren. Man kann einen Ehering zeigen an der Hand, mit dem er vielleicht morgens spielt, während er eine Kippe raucht, irgendwie sowas. Weil ich meine, das komplette Spiel war halt nicht klar, dass wir eine Ehefrau haben, deswegen gibt es jetzt auch nicht so einen emotionalen Moment damit, ne? Weil wir wussten bis eben nicht, dass wir eine Frau haben. Also, ich konnte meinen Augen nicht glauben. Es war das Auto meiner Frau. Sie hat sich nicht verändert. Ich habe sie in meine Arme genommen und geweint. Ich bin froh, hat sie geflüstert und hat meinen Rücken gestreichelt. Ich habe ihre Hand gehalten, mich ins Auto gesetzt. Du bist zu früh hier, hat sie gesagt, als wir gefahren sind. Ich wusste nicht, was sie damit gemeint hat, aber es war egal. Alles, was wichtig war, war, dass ich sie wiedersehen konnte. Wir haben während der Fahrt keine große Konversation gehabt. Es gab so viel zu fragen, aber nicht so viel zu antworten. Ich war glücklich genug, dass sie in meiner Nähe war. Und bald sind wir schon an meinem Ort wieder zurück angekommen. Sie hat mich rausgelassen und ich habe die Tür zu meinem Apartment aufgemacht. Als ich mich umgedreht habe, habe ich mich gefreut, sie einzuladen, aber sie war schon weg. Okay. Ohne irgendein einzelnes Geräusch zu machen, ist sie abgehauen. Heute lebe ich ein normales Leben mit meinem normalen Job. Und ich frage mich jede Nacht, ob ich jemals wieder in der Lage sein werde, meine Frau zu sehen. Ich schätze, das hat irgendwas mit dieser Station zu tun. Vielleicht können Tote da irgendwie Leute, die fast gestorben sind, irgendwie zurückbringen oder so. Weil ich meine, offensichtlich ist unsere Frau ja tot. Aber das hätte man so viel besser verpacken können. So viel besser verpacken können. Wie gesagt, den einfachen Vorschlag. Jeden Morgen, bevor wir zur Station gehen, machen wir was anderes. An einem Tag sitzen wir vielleicht irgendwie da und trinken Kaffee und gucken Fernsehen. An einem anderen Tag stehen wir auf dem Balkon, es regnet. Wir rauchen eine Kippe und keine Ahnung, man sieht vielleicht, wie er nervös mit seinem Ehering rumspielt oder sowas. Halt solche Sachen. Du musst ja nicht jeden Morgen sehen, wie wir auf diesem Klo da sind, wie wir auf dem Klo waren, wie wir ein Getränk holen, wie wir rauchen. Das war halt einfach zu normal. Das hat keine Charakterentwicklung oder sowas ausgelöst. Ich finde, das hätte man wesentlich besser machen können. Weil wenn ich halt 2 Minuten vor dem Ende rauskriege, dass wir eine Frau hatten, okay, schön. Ja, ich meine, das Ende jetzt hier, das war ja ein ganz süßer Text, weil wenn man das halt verbunden hätte mit einer wirklich emotionalen Story, die vorher aufgebaut wird, ja, dann hätte man da richtig guten Moment ausmachen können. Aber naja, schwierig, wie bewerten wir das? Ich würde sagen, es ist tatsächlich eine
eine 5,5 vom Gefühl. Vielleicht eher eine 5. Ja, eine 5. Ich glaube eine 5 tatsächlich, keine 5,5. Eher eine 5. Horror war sehr schwach. Die Story war okay. Man hätte mehr draus machen können. Ich glaube, ich habe mittlerweile durchschaut, dass die einfach coole Games zu japanischen Mythen und Urban Mythosen und sowas machen wollen. Mythosen. Mythen. Ja, okay, aber trotzdem kann man die Storys ein bisschen besser erzählen, weil die Charaktere sind ja nicht fest in den Mythen verankert. Da kann man ja trotzdem eine Geschichte drumherum schreiben. Ja, es ist eine 5. Ist eine 5. Es ist nicht super, es ist nicht schlecht gewesen, aber es hat noch sehr viel gefehlt. Niklas Händel, der Gute. Da hätte man wesentlich mehr draus machen können. Kaufempfehlung für 2,40 €. 2,40 € ist okay. Ich meine, es spiegeln jetzt, glaube ich, über eine Stunde oder so. Voll in Ordnung dafür. Es ist eine okay Erfahrung. Man kann es einmal durchspielen. Ja, aber okay trifft es eigentlich am besten. Ist es in Ordnung. Es ist nicht deren bestes Spiel, es ist nicht deren schlechtestes Spiel. Aber das war's dann auch. Also, es waren ein paar ganz nette Effekte drin und so, aber ja. Man muss es nicht gespielt haben, aber es tut doch nicht, wie man es gespielt hat. Aber das war's dann mit The Ghost Train. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in den Kommentaren, was ihr vom Spiel haltet. Ich hoffe, es geht euch gut und wir sehen uns dann morgen wieder, Leute, euer Crimstein. Bye, bye.